Tag 3 in New York beginnt jetzt. I'll make a brand new start of it in old New So, was steht denn heute auf dem Programm? Ja, guten Morgen nochmal von mir. Wir machen heute meine kleine inoffizielle Gossip Girl Tour, vorbei an den Drehort von Gossip Girl, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Außerdem wollen wir auf den, aufs Rockefeller Center gehen, Top of the Rock. Und dann wollen wir noch ins Met gehen und ins American Museum of Natural History. Und mal schauen, ob wir es überhaupt alles schaffen, weil wir haben ja auch so noch ein paar Sachen, die wir abgehen wollen. Aber auf jeden Fall Times Square, Central Park. Ja, so sieht es erstmal aus, Leute, für heute. Macht euch auf was gefasst. Juhu! Central Park! Hot sweat. So, wir sind jetzt an unserer ersten richtigen Station hier, am Metropolitan Museum of Art. Ja. Und da gehen wir jetzt mal rein. Big, big. Das war das Museum. Es war wirklich unglaublich riesig. Ja, wir sind da durchgerast, kann man so sagen. Es waren sehr viele Skulpturen und mehr so dekorative Gegenstände. Aber es gab auch noch eine moderne Bildausstellung, die fand ich richtig gut. Und ein paar Fotos. Ja, also es hat uns so einmal durch die gesamte Zeitgeschichte und durch die verschiedenen Kontinente geführt. Und es war schon interessant zu sehen, ja, die Unterschiede. Auf jeden Fall. Also das war es auf jeden Fall wert, mal da reingegangen zu sein. Ja. Dylan's Candy Bar, der wohl größten Candy Bar New Yorks. Und hier waren auch die Gossip Girl Leute einmal drin. Und es ist wirklich sehr süß hier alles. Ganz, ganz sweet. Ganz niedlich. Der Tag auch schon wieder vorbei. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Grand Central Station. Thank you.
geht es nochmal nach oben. Heute war nicht ganz so schön Wetter, aber wir wollen unbedingt zum Top of the Rock, dem Rockefeller Center. Das ist Top of the Rock. Und da waren wir ja die erste Nacht auf Empire State Building. Ja, das war das Rockefeller Center, ne? Genau. Jetzt sind wir wieder auf den Boden der Tatsachen reingekommen. Haben eine schöne kleine Fotosession gemacht. Und jetzt geht's zum Times Square. Das war eine Reizüberflutung am Times Square. So viele Lichter, es war unglaublich, wirklich. Jetzt geht's wieder Richtung Central Park. Ja, liebe Leute, ne? Das war's jetzt auch schon wieder. Wir haben alle Gossip-Stationen abgetackert. Hier ist es gerade die letzte am Bethesda Fountain, wo Chuck und Blair sich das Ja-Wort gegeben haben. So genau. Schön. Und ja, den Rest. Ich meine, wir waren heute an dem großen Platz. Times Square. Und dennoch auf dem Turm. Top of the Rock. Genau, und am großen Bahnhof. Und im Metropolitan of Arts Museum. Ja, stimmt, genau. Mhm. Das ist also so viel erlebt heute, also. Ich bin auch ein bisschen fertig, muss ich dazu jetzt sagen. Jetzt gehen wir noch nach Hause. Richtig, und morgen stehen auch noch 3 Punkte auf dem Programm. Genau, morgen nochmal letzten Tag New York und dann setzen wir einen Haken hinter. So, an den Tag heute setzen wir auch einen Haken hinter. Wir sagen tschüss. Tschüss. XOXO, Gossip Girl. I'll make a brand new start of it. There. I am Buzz Lightyear. I come in peace. Buzz Lightyear, at your service.